lächeln, mit ein bisschen mit Humor und das feiert. So habe ich zwischen diesen Pornofilmen auch immer so eine Sketche drin. So, wo ich dann auftrete und dann ist ein bisschen lustig. Natürlich, wenn der Porno auch abgeht, also wenn das. Sie schreiben auch die Drehbücher. Ja. Und sie sind auf also deiner Kamera. Viel zu schreiben ist schon nicht, aber ich meine, der kleine Sketch, den überlege ich mir schon, ja. Ja. Also, Herr Romeike, vielleicht haben wir nicht denselben Sinn für Humor. Ich habe mir heute Nachmittag einen Porno von Ihnen angeschaut. Ja. Ich gestehe, ich habe mich die ganzen 1,5 Stunden durchgehalten, aber doch ziemlich viel. Und es fängt damit an, dass Sie selber den Hauptdarsteller spielen, also den wichtigen Mann, der da, und da lungern so ein paar Jungs drumherum und die sagen immer, ey, Alter, wo bist der Alte denn und so. Ich glaube, sie können jeweils 3 Wörter oder so, Alter, ey, Scheiße und so. Genau so sieht's aus. So sieht's aus, ja, aber das wird sich ja auch ihr Vokabular durch ihre Songs nicht sehr erweitern, oder wir hoffen, dass sie sich nicht erweitern dadurch. Und die erste Szene, die ich mit Ihnen gesehen habe, ist, Sie sind in einem ganz normalen Reihenhaus, also mit einer Frau, und eigentlich soll es jetzt zur Sache gehen, und dann werden Sie aber unterbrochen und es klingelt und Ihre Kollegen warten, Sie müssen raus, und Sie gehen raus und sagen, hör mal, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Worte, also ich wollte da gerade mit meiner Alten, aber ich habe jetzt keine Zeit mehr, geh du. Es ist ganz klar, dass es Ihre Frau ist in dem Film, also die Rolle ist Ihre Frau, nicht Ihre Freundin, die würde das ganz sicher nicht machen. Es gibt eben immer zweierlei Sorten Frauen. Es gibt so Schlampen, mit denen man so Filme dreht, und es gibt die anständige Frau, die man zu Hause hat. Ne? Also das ist also jetzt schon mal der Einstiegswitz, dass ein Ehemann, weil er keine Zeit hat, seine Frau zu bumsen, geht und zu seinem Freund sagt, besorg du es ihr mal. Und die beiden, da geht das dann los auf dem Sofa, die reden keinen Ton zusammen. Hm. Ihr Vater ist Bankbeamter. Was sagt denn der dazu? Würde der sowas sehen? Guckt er sich so Filme an? Ja, das weiß ich nicht. Er ist jetzt auch auf Rente und ich sag mal so. Hätte er ja Zeit. Ja, er hätte Zeit. Und was er so irgendwie heimlich macht oder wie es bei vielen Männern ist, die auch in der Ehe sind oder älter, die ich weiß es nicht, aber also ich kann mir vorstellen, dass jeder ältere Mann oder so, der holt sich auch mal ein Porno oder interessiert sich halt auch da früher eine schöne nackte Frau oder so, ist ja nichts Schlimmes, ist ja okay. Und ich finde auch, es ist nicht schlimm, sich ein Porno anzugucken. So, das ist halt ja, es ist natürlich nichts für die Jugend, so junge Leute unter 18. Mhm. Aber sonst finde ich das okay. Stellen Sie sich mal vor, das wäre umgekehrt. Sie wären diese Fickpuppe, wo man immer in die Löcher reinhaut, in alle Löcher, wie ich in Ihren Vorspänen gesehen habe. Sie können noch mal drüber nachdenken. Frau kann ja selber, sie wird ja nicht gezwungen. Sie Frau kann ja entscheiden. Nee. Also das ist keine illegale Sache. Diese Frauen, die da in Prag von Agenten aus Osteuropa rangekarrt werden, werden nicht gezwungen. Das lassen wir uns noch mal. Wir kommen noch mal drauf zurück. Melanie. Und was haben Sie für Gefühle, wenn Sie so ein Lied hören wie das von Herrn Romeike? Lächerlich. Das ist einfach nur lächerlich, was die da singen. Ich meine, das sind Männer, die können sich nicht in diese Situation versetzen, was eine Frau durchmacht, sowieso mit ihrem Körper, was eine Frau sich anhören muss für Sprüche, wenn sie ein Dekolleté frei herumläuft, obwohl Männer mit kurzen Hosen rumlaufen. Es ist vom Prinzip her das Gleiche, aber Frauen sind immer gleich Schlampen und so weiter und so fort. Und wenn dann noch diese Lieder kommen, Und man hat sowieso sowas mitgemacht, da denkt man so, soll man leben die auf diesem Planeten oder sind sie vielleicht irgendwo anders her? Ja. Das war ja auch ein Gewaltverbrechen. Das gibt es ja auch in Gangbang, was von Frauen, ja, die das mögen. Also das sie war meinen, ja jetzt was Illegales, war Frauen, ein komplettes Frauen, die gerne mit 5 oder 6 Männern... Das gibt es auch natürlich auch Frauen, die das auch feiern. So. Die das also, feiern, und das, ja, es gibt's. Also ich habe sowas schon mal öfters gesehen, so auch. Ja. Oder, unter Drogen bestimmt. Nee, es muss nicht sein, wirklich. Ja, es gibt wirklich eine Sexualität. Also es ist immer verschieden, so. Jeder Mensch ist verschieden. Und es gibt so eine, es gibt Menschen in der Sache so, die das mögen so. Wir sprechen von diesen 0,001%. Ja, die es vielleicht gibt. Das sehen, vielleicht unter Drogen. Das sehen Sie so, aber in Wirklichkeit gibt es. Aber viele, Ihre Lieder hören ja 80%. Darf ich kurz
Darf ich noch, bevor wir hier ins allgemeine Gespräch, das sehr erwünscht ist, jetzt mal das Wort richten an Herrn Professor Pasthütter? Das kann man gar nicht alles so sagen, weil das kann man alles nicht verbieten und man kann das auch nicht irgendwie erzwingen, dass sie es nicht mehr machen, weil das geht einfach nicht. Das ist schon so in der Gesellschaft jetzt drin, in den Jugendlichen, wenn man über einen Spielplatz geht und da sind, keine Ahnung, 8-, 9-Jährige. Das erste Wort, was du hörst, ist halt die Fresse Hurensohn. Das zweite Wort... Bitte, welches Wort hört man zuerst? Arschloch Hurensohn. Das sind die ersten Worte, die du hörst, wenn du irgendeinen Text aus einem Rap-Song. Was echt schon, keine Ahnung, 6-, 7-Jährige schon fast auswendig können. Also das kann man gar nicht sagen, was man dagegen machen kann, weil man weiß es nicht. Also ich persönlich wüsste nichts mehr, was ich dagegen unternehmen könnte, wo ich wüsste, okay, ich hätte da auch Erfolg. Weil das ist schon... Was werden Sie tun, damit Ihre Tochter nicht da reingerät? Ich glaube mal, da kann man dagegen eigentlich nicht recht viel tun. Weil das ist einfach die Jugend heutzutage. Man kann sie zwar so vielleicht im Haus kannst du ja eigentlich nicht einsperren, weil man muss eigentlich damit aufwachsen und man muss eigentlich das Beste davon machen. Sie muss entscheiden, ob das gut ist oder nicht. Auf jeden Fall werde ich ihr sagen, dass es halt wirklich schlecht ist. Wie die Gesellschaft eigentlich im Moment redet, vor allem die Jugend. Und dass es halt immer früher anfängt. Und ich hoffe halt einfach, dass die Kleine in so einen Freundeskreis einfach nicht reinkommt. Und wenn, dann versuche ich sie natürlich da wieder rauszubekommen. Herr Romeike, wird Ihnen jetzt nicht doch mal schon mal so zwischendurch so ein ganz kleines bisschen... Nö. Flau im Magen? Nö. Also ich sag mal so, was Sie jetzt sagt, also das Einzige ist, der Tochter jetzt Liebe zu geben. Wirklich, dass sie zu Hause das warm und schön hat und dass die Mutter da ist. Aber draußen, ich sag mal so, das sind die Medien. Das ist jede kleinste Zeitung, das ist Werbung, Rapper. Das ist Werbung im Fernsehen, alles. Und die Rapper. Ja, wie, ich bin's auch nicht. Ja, sicher. Er ist ich bin halt auch Teil der Porno-Industrie. Halt was für das, ein bisschen für das erwachsene Volk da. Aber ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt hier überall in jeder Zeitschrift bin und groß auf Leinwänden bin. Also das ist ja schon noch ein bisschen diese Untergrundmusik. Ich bin jetzt hier halt auch nicht bei MTV und Viva und wieder raus. Mike, also normalerweise gönne ich jedem Sänger, dass er ein großes Publikum hat, aber ich darf meine tiefe Befriedigung ausdrücken, dass Sie ein kleines haben. Es bleibt hoffentlich dabei. Entschuldigen Sie, dass ich so unhöflich bin. Die Sendung geht bald zu Ende. Von Ihnen beiden noch mal ganz kurz, was muss passieren? Ich glaube, wir haben später als 5 vor 12 und wenn jetzt ganze pornografisierte Generationen auf uns zukommen, die abgestumpft sind in der Sexualität, die kein Mitgefühl mehr haben für Menschen. Also da haben wir ja nun alle ein Interesse daran, das Steuer umzuwerfen. Ganz kurz, 2 Sätze und Sie 2 Sätze. Ich fand das so schlimm gerade zu hören, dass Sie sagen, man kann nichts tun. Ich kann nur versuchen. Erziehung bedeutet ziehen, Kraft. Man muss alle Kraft aufwenden. Es gibt nichts Wichtigeres als die Kinder. Für die muss man alles tun. Dafür muss man wissen, in welche Richtung man zieht. Sonst braucht man überhaupt nicht anzufangen zu ziehen. Das heißt, man muss sich klar werden, wofür lebt man überhaupt? Was sind die Fundamente, auf denen man steht? Sonst kann man nämlich auch nicht ziehen. Also was ist die Basis unserer Kultur? Und ich glaube fest, wenn wir uns nicht rückbesinnen auf das, was unsere Kultur ausmacht, und das ist letztlich ein religiöses Fundament, was uns die Werte gibt, auf denen wir basieren können und von wo aus wir agieren können, auch mit Aussicht auf Erfolg, dann haben Sie recht, aber da kann man nur sagen, Gnade uns Gott, weil dann wissen wir wirklich nicht, wie es weitergeht und so kann es nicht weitergehen. Ich bitte alle um Verständnis. Also ich muss ja was sagen. Entschuldigen Sie, wir sind am Ende der Sendung. Ach so. Ich bekomme schon Zeichen gemacht. Ich vermute, das Schlussplädoyer war auch in Ihrer Sinne. Ja? Ich danke Ihnen allen, auch Ihnen, Herr Romeike. Es hat Mut gebraucht, daherzukommen, dass Sie heute Abend mein Gast waren. Und ich freue mich, Ihnen zu sehen.